Heute ist wieder der Tag, an dem wir Sachen machen, auf die der Prof überhaupt keinen Bock hat. Wir laufen nämlich durch eine Street Art Gallery. St. Nikolaus heißt die Stadt, hier im Süden von Aruba. Hier war 2018 so eine Kunstausstellung, eine Kunstmesse. Und die haben hier in der Zeit super, super viele geile Sachen gemacht. Nämlich krasse Wandmalereien. Und für all diejenigen, die so ein bisschen auf Street Art stehen, das ist schon echt nicht schlecht, was hier so veranstaltet wurde. Also man kann das jetzt qualitativ finden, wie man will. Aber zum Beispiel hier so komplett mit Dose, zwei fette Flamingos. Das ist hier auch ganz geil, aus so Porzellanteilen gebaut. Und ja, 2018, ich bin jetzt in 2011. Da ist ja wieder der Flamingo. Hallo! In 2011. Und es ist wirklich immer noch ein ziemlicher Magnet. Wobei, auch hier, wie muss man wieder sagen, und ihr wisst ja, ich hate immer gerne ab gegen die Kreuzfahrtschiffe. Hier kommen die halt auch nicht hin, ne? Die gucken sich das halt nicht an. Aber das, was hier auf die Beine gestellt wurde, das ist wirklich, wirklich stark. Also es ist schon so top-notch, wie man so schön sagt. Guck mal hier, auch nochmal hier dieses etwas surreale Gemälde. Krasser Scheiß. Und nach vorne geht es noch weiter. Oktopusse, Schildkröten, also so die Tiere der Insel sind hier richtig krass verewigt. Und ihr könnt es auch schon ahnen, die Sonne ballert. Und zwar nicht ein bisschen, sondern richtig. Hier sind gerade, ich glaube, 57 Grad. Naja, nicht ganz, wahrscheinlich 37. Aber es ist schon ziemlich warm. Ich zeige euch hinten nochmal die Schildkröten. Guck mal da. Schildkröten. Und würde sagen, Prof, das ist auch dein Ding, oder? Ein bisschen Kunst mitnehmen. Ein bisschen mal was Schönes sehen. Zum Beispiel hier diesen schönen, was ist es? Ein Wal oder ein Delfin? Man weiß nicht so ganz genau, da hinten sitzt noch eine Echse auf dem Gebäude. Das ist schon stark. Ich fand's gut und ich hoffe, euch hat das Video so gut gefallen wie mir diese Bank. Bis dann. Ciao, ciao.